Was ist die Tauba der Riba? Oder was, ich meine, was ist die Kafara der Riba? Die Kafara, wie löst man sich und befreit man sich von der Last der Al-Riba? Hierzu soll man wissen, dass die Riba zwei Bereiche enthält. Also wenn man hier über jemanden lästert, hat man eigentlich zwei Taten begangen, die eine Sünde darstellen. Einmal hast du ein Recht Allah Ta'alas gebrochen, hast dich vergangen an ein Recht Allah Ta'alas, und dieses Recht liegt darin, dass er dir das verboten hat. Ja. Und da du das getan hast, hast du eine Grenze überschritten und ein Recht Allah Ta'alas verletzt. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich hat mit dem Menschen selbst zu tun, gegen den du dich vergangen hast. Und zwar hast du seine Würde, etwas Unantastbares an ihm, verletzt. Du hast seine Würde verletzt und hiermit hast du ein menschliches Recht gebrochen. Also besteht die Tauba aus zwei Dingen. In Bezug auf das Recht Allah Ta'alas, die Reue, das Bedauern, das, was man so von der Tauba kennt. In Bezug auf den Menschen, gegen den du dich vergangen hast, hat das auch nochmal zwei Situationen. Wenn er mitbekommen hat, wenn es ihn erreicht hat, was du über ihn gesagt hast und derartiges, er hat davon mitbekommen und du weißt das, in diesem Fall musst du das persönlich mit ihm klären. Du musst dich bei ihm entschuldigen, musst bei ihm dein Bedauern äußern. Du musst äußern, dass du das bedauerst, was du gesagt hast und derartiges, damit er dir verzeiht. Sollte ihm das aber nicht zu Ohren gekommen sein, er hat nichts davon mitbekommen, dann solltest du ihm natürlich auch nichts davon sagen. Also nicht, dass man, er weiß gar nichts davon, ne, dass du über so und so und so über ihn gesagt hast und in dieser Sitzung über ihn gesprochen hast und in der Gesellschaft von Fulan und Allan habe ich das und dies über dich gesagt. Es ist natürlich besser für ihn, für seinen Gemütszustand, ja, für seinen geistlichen Zustand, für seine Psyche, dass er das nicht weiß. Sahih? Und zweitens, es könnte sein, dass du ihn, wenn du das dann erwähnst, einmal erneut betrübst und zweitens, dass du ihn gegen dich aufheizt, dass er gegen dich eine Feindschaft und Hass entwickelt. Und das ist natürlich dann, da ist es besser, das gänzlich zu verschweigen. Was machst du aber in diesem Fall? Du hast ihm aber trotzdem einen Schaden angerichtet. Du hast seinen Ruf beschmutzt, seinen Ruf geschadet. Dann musst du das trotzdem irgendwie ausgleichen. Und das geschieht darin, indem du ihn in den Gesellschaften, in denen du über ihn schlecht gesprochen hast, dass du über ihn gut sprichst, dass du ihn lobst, dass du für ihn um Vergebung bittest, dass du für ihn Dua machst und derartig irgendwie ausgleichst. Daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der im Bukhari überliefert wird, von Abu Huraira, er sagte, man kanat indahu madlamatun li akhihi, wer seinem Bruder Unrecht angetan hat, irgendein Unrecht, mit Malin au Ird, sei es im Vermögen oder in seiner Würde. Das, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt diese zwei hier, weil das sind die Sachen, mit denen du einem Menschen Schaden antun kannst. Die Streitereien der Menschen, der meiste Streit der Menschen dreht ja um die Sache. Du hast mir das weggenommen, du musst mir das geben, du schuldest mir noch das, mir steht das und jenes zu. Oder es hat mit dem Erd zu tun, mit der Würde. Du hast mich beschimpft, du hast meine Familie beschimpft, du hast bla 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 gemacht. Das sind die zwei Sachen, die Hauptstreitgründe. Und er hat hier nicht das Blut erwähnt, wobei die unantastbaren Dinge drei sind. Das Vermögen, Al-Mal, Al-Dam, das Blut und Leben und Al-Ird. Weil das mit dem Blut kann nicht in Frage kommen. Also die anderen Sachen passieren häufig. Aber dass ein Muslim tötet, unvorstellbar.
Und daher hat er das hier auch nicht erwähnt. Und das kann eines der Gründe sein, warum er das nicht erwähnt hat. Und daher pflegte Ibn Abbas radiallahu anhu zu sagen, als er gefragt worden ist, gibt es einen Tauber für jemanden, der jemanden umbringt? Gibt es für ihn einen Tauber? Er sagt, la Tauba tala. Der hat keine Tauber. Dann gibt es keine Tauber für ihn. Aber was Ibn Abbas damit meinte, ist so eine Sache, das ist aber nicht unser Thema. Jedenfalls, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er soll zu ihm gehen, er soll zu ihm gehen, also wenn du jemanden Schaden angetan hast, und er soll sich von diesem befreien lassen. Er soll sich von ihm erlösen lassen. Bevor ein Tag kommt, an dem von ihm weder ein Dirham noch ein Dinar akzeptiert wird.